Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Far Cry New Dawn mit dem lieben Akromakro. Tja, 22.30 Uhr, los geht's, eine neue Aufnahmesession. Ja, und auch wieder live auf Twitch. Deswegen kann es vielleicht mal vorkommen, dass irgendwann mal ein Alert kommt, wegen was auch immer. Den hört man aber nur, den sieht man nicht. Und da müssen wir ganz laut sein, Marco, weil das sind ja auch, ja, Songs. Also, okay. Ui. Aha. Ich weiß gar nicht, wo wir aufgehört haben, aber auf jeden Fall ist das hier gerade äußerst schön, wie die Sonne untergeht. Und jetzt der Schatten durch den Berg in diese Dinge zu uns hereinbricht. Ich finde es auf jeden Fall sehr schön mit diesen ganzen Blumen hier. Ich nicht. Ja, dann muss ich dich jetzt leider erschießen, Marco, komm her. Schieß. Da ist er nicht getroffen. Was macht denn das hier für einen Sinn? Was denn? Ja, ich komme ja nicht mehr weiter. Ja, Marco, weil du einfach keine Ahnung hast, ja? Von dem Spiel. Ey, was ist das denn? Wieso komme ich denn hier nicht weiter? Nee, Spaß. Ich weiß, warum du da nicht weiterkommst. Weil du musst hier rein, Marco. Ja, aber warum gibt's dann hier sowas? Ja, damit du da reinkommst. Guck hier, ich mach's jetzt vor, ja? Und du machst dann nach. Also, ja? Du machst dann hier so. Und dann... Warte, das war noch nicht richtig. Ich hab's nur gehört. Ja. Viel Fraß. Ja. So, ich bin drin, Marco. Ich bin hier oben. Ich hab nichts. Ja, ich angehört wie ein Hühnchen. Ja, du musst da oben zwischendurch und dann kommst du da so rein. Und dann kannst du an der Leiter hochgehen. Ja. Ja, Marco. Ja. Aha. Ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt. Wir haben ja jetzt dieses Jahr nicht so easy ein Sommerprojekt wie letztes Jahr. Far Cry New Dawn geht ja nicht so lang. Nein! Und wann bist du manchmal laut wieder? Und wir hatten ja letztes Jahr noch ein anderes Projekt. Vielleicht kommen wir ja noch zu einem weiteren Projekt hier zusammen. Was wir noch nicht kennen. Was hatten wir denn für eins? Ach, du weißt es schon wieder nicht? Nein. Das, was du zweimal durchgespielt hast. A Way Out. Ach. Ein fand ich sehr schönes Projekt. Das hatten wir auch letztes Mal schon das Thema. Wo du gesagt hast, nee, das fandst du voll scheiße. Und zwar so richtig. Stuhlgang. Ach, komm schon. Ernsthaft? Hä? Ach so. Nee, vielleicht mal sehen, was wir dieses Jahr auch noch zusammen machen. Ja, The Division ist unser Sommerprojekt. Ja, dann, wenn du bei The Division dabei bist, finde ich das äußerst schön, weil ich muss auch gleichzeitig sagen, ich fand The Division auch als Streamspiel ausgesprochen schön. Zu zweit. Ja, also, ich hab's noch vorbestellt. Also, ja, ich bestell mir das dann mit dem jetzt im kommenden Monat. Aber, ja, nee, ich fand das auf jeden Fall ein äußerst schönes auch Stream-Projekt. Ja. Aber weißt du, was ein Witz war? Was denn? Die Erstattung, Vorbestellerpreis, ja. War bei Metro Exodus 1 Cent. Was ist das? Wie? 1 Cent Rückerstattung, Amazon Prime, Vorbesteller, Garantiebonus. Okay. 1 Cent. Oh nein. Oh Gott. Oh, Hilfe. Oh Gott, ich bin fast tot. Ich bin aber unten. Ja, keine Ahnung. Das ist halt Sachen, die man vorher durchlesen muss, dass die dich dann da über den Tisch ziehen möchten. Nein, wollen sie nicht. Aber das war der günstigste Zeitpunkt seit meiner Bestellung. 1 Cent billiger. Wie komme ich hier raus? Nee, dann verstehe ich jetzt nicht... ja, gute Frage, da oben wieder durch. Da verstehe ich jetzt nicht genau, was du willst. Du hast... ich verstehe das so. Erstattungsding. Dingens. Wie heißt es nochmal? Bestellabbruch. Ach, wie heißt es nochmal? Stornierung. Genau, ich verstehe das so, dass du das Geld dann bei der Stornierung zurückkriegst. Also die 1 Cent. Nein, um Gottes Willen, das wäre heftig. Ja, deswegen hat sich das gerade so angehört, dass sie da irgendwie was drinstehen haben, dass du nur 1 Cent zurückkriegst. Oder was meinst du genau? Nein, es ist so, wenn du ein Spiel vorbestellst, dann gibt es auf Amazon der Vorbesteller Garantiepreis. Okay. Das heißt, du bestellst jetzt Metro Exodus schon 2 Jahre vor Release vor. Ja. Und es ändern sich einmal die Preise und dann kriegst du das Spiel zum günstigsten Preis. Meinetwegen ein Jahr später hat es nur noch 30 gekostet, aber jetzt kurz vor Release ist wieder aufgestiegen auf 50, dann kriegst du zum Preis von 30 Euro. Okay, das ist geil. Hock dich mal hin und geh einfach unter dem, wie sag mal, X durch. Ja, hock dich mal hin. Ja.
Okay, geht nee, dann musst du da oben, dann musst du da oben an den Kletterhaken gehen. Guck mal dann, nach oben. Was ist mit liegen? Geht nicht. Nee, das geht, sowas gibt's ja nicht. Akku. Liegen, ja. Wir sind hier nicht in Call of Duty. In was für ein Ding? Call of Duty. Call of Duty? Was denn das? Call of Duty. Ach so. Ach Mann. Kletterhaken. Boah, wie synchro. Ah, das drück mal C. Nee, ich drück D. Lull. Okay, D. Dann können wir da los. Dann können wir los. Wir sind schon seit 5 Minuten hier und haben 3 Leute getötet. Nein, auf dem Feld ist was los. Und ein Vielfraß. Wenn dich. Auf dem Feld ist was los. Hast du ein Scharfschützengewehr, ne? Doch, Moment. Ich hol so. den rechten. Ich und hol go. Den linken. Scheiße. Die Geisel rennt weg. Halt die Geisel auf. Wir müssen die Geisel befreien. Autsch, was ist denn hier los? Befreit sich doch selber. Oh Gott, wow. Gut. Das ist viel Fraß, ey. Wo ist okay, der holen wir die Geisel. Holen wir die Geisel. Warum rennt die weg? Ja, weil die Geisel böse ist. Geiselmann hier und dort und überall. Geiselmann, bleib stehen. Boah, ich schieße ihm gleich in die Beine, ne? Ist mir scheißegal, ob der drauf geht. Bleib doch stehen. Geisel. Stehen bleiben. Lolilei. Polizei. Polizei. So, jetzt bleib doch mal stehen. Ich schieß ihn gleich in den Kopf, ne? Ah, jetzt. Geisel. Oh. Ah, wir haben keine Punkte bekommen, ne? Oh, nicht gut. Glaube ich. Ja, egal, der hat was zu sagen, der findet mich aber nicht. Der ist jetzt wieder voll entspannt. Was geht denn bei dir? Und du illegale erstmal Deals. Die eigenen Leute. Was für eigene Leute? Das ist nur ein Händler. Ja. Nee, das war ein Zivilist, Mario. Ja, ein Zivilist ist kein eigener. Doch, wir sind ja viele Zivilisten. Ja, Marco, ne? Oh, warum fahren wir den nicht hinterher mit dem Auto? Jetzt müssen wir hier für dich wieder die unschuldigen Leichen hier beseitigen, ja, damit die Leute glauben, wir sind die Helden. Oh, du machst es einem echt schwer. Du, ich wollte ja schon immer mal Tatortreiniger sein und ich habe einfach mal gedacht, ich mache mal so ein Vorpraktikum. Hey, ich dachte, du wolltest Polizist werden. Das war doch gerade auf den Bullshit mit der Leiche bezogen und den Superhelden. Ach so, Marco. Das Tier greift sie an, Marco. Welches Tier? Das Tier. Ja, ich weiß auch nicht. Also, ich weiß nicht, was sie für ein Problem haben. Das weiß ich auch nicht. Okay. Boah, richtig fies, ey. Hat er richtig eine mit der Shotgun abbekommen. Plündern und weiter geht's. Hier sind 2 Quads, Marco. Lass uns mal weiterziehen, ja? Quads? Ja. Quad-wo-Copter. Ja, ich finde schade, dass Far Cry New Dawn, ich weiß, ich sage immer Far Cry 5, warum weiß ich nicht, weil es wahrscheinlich auch so ein Stück Far Cry 5 beinhaltet. Far Cry 5. Aber ich muss sagen, ich finde schade, dass das nur so kurz ist. Die hätten da ruhig ein längeres Ding draus machen können. Ja gut, aber dementsprechend ist halt auch der Preis kurz. Ne? Ich weiß nicht, was du bezahlt hast, aber ich habe 25 Euro bezahlt. Ja, ich nicht. 40. Das ist, dem ist bitter. Bitter wie Quitschko. Genau. Wo ist Vladimir die Quitte? Weiß ich nicht. Vladimilieren. Weiß auch nicht. Aber ich glaube irgendwie, die Sounds vom Quad sind lauter als wir, habe ich so das Gefühl. Ja, die sind schon laut, aber bei mir ist alles im grünen Bereich und wir sind im gelb-roten Bereich. Also schön gepowert das Sound hier. Deswegen habe ich da keine Sorgen. Uiuiui. Boah, jetzt hat er mich gerammt, ey. Das ist doch der Außenposten. Ja, wollen wir uns den holen? Den haben wir doch schon. Achso, hier vorne das. Ja. Hallo. Oh Gott, da hinten ist noch einer. Nein, nein, nein.
Wo denn? Hörner, ne? Das hört sich an wie ein Hirsch. Schade. Da hinten sind Hunde. Hunde! Ja, geil, Marco. Ups. Los geht's. Oh Gott, Hund. Schön weg. Ich glaube, das, ja, so viel dazu. Oh je. Wir sind ja richtig geil gelandet. Ja, dann ziehen wir nochmal weiter. Das ist ein ziemliches Chaos wie am Anfang der Folge. Aber so muss das, so kennt man uns. Schlecht, das müssen wir abschaffen. Gute Frage, wann willst du dir eigentlich See der, der Diebe holen? See der Diebe? Ja. Wann ist es wieder reduziert? Ich weiß es nicht, warum holst du nicht einfach den Spielepass? Was kann ich damit? Ja, dieses Spiel kostenlos spielen, so mache ich das schon seit einem halben Jahr. Okay, Santa Costa Concordia. Und halt, du kannst alle Spiele, die im Pass enthalten sind, kostenlos spielen. So auch State of Decay und so ein Zeugs. Ich habe dafür für 6 Monate, glaube ich, 30 bezahlt. Kannst nichts sagen. Boah, das geht. Also ja. ich finde das Angebot Game Pass richtig geil von Xbox. Oder Microsoft. Ah, da ist es ja wieder. Hey, du Missgeburt. Hallo Marco, ich bitte dich. Ja, hier gucken Kinder zu bei diesem brutalen Ballerspiel. Ja, so muss das. Die müssen ein paar Ausdrücke lernen. George Clooney. Ganz wichtig. Was ist jetzt mit dem Ding? Kriegen wir das nicht gefangen? Hä, wieso fangen? Wir müssen das umbringen. Bring es um, ja, Marco, bring es um. Ja, das meine ich ja damit. Ja, das hat aber Leben bis zum Abwinken. Die könnten uns ja helfen, die Spacken hier. Bringt er gerade an, aber wieso brennt er nicht? Vor meinen Augen getötet. So muss das. Komm her, das kann ich dich auch noch töten. Eine Kugel. Du Zeuge sein. Wir sehen mal weiter. Solange wir uns nicht ausziehen, geht's ja noch. Nee, du. Oh, ist das ein Sprengstofftransport? Nein, ein Öltransport. Öl. Brauchen wir. Eben meine ich ja. Scheiße. Shit. God damn it. Schade. Da ist aber ein Quad. Oh Gott. Nein, ich hab's nicht bekommen. Steig auf, Marco. Spring auf. Bist du da? Nein. Jetzt. Jetzt aber. Oh nein, was stimmt hier nicht? Ich glaube, wir haben es aber nicht mehr. Wo ist der? Hier runter? Ja, rechts, rechts. Ich glaube, das wird nichts mehr. Oh nein, wie das Wasser. Und wir rutschen genau rein. Aber es war's. Ach, komm schon. Oh, komm. Okay. Ups. Hübsele. Okay, dann mal mit Vollgas für raus. Wollen wir noch ein bisschen jagen gehen? Ja. Wuhu! Spring ab, spring ab, spring ab. Ich hab's erwischt. Es blutet aus, es ist ausgeblutet. Geil, Marco, geil. Danke, ich weiß, dass ich geil bin. Nee, du nicht. Das Tier hier. Aha. Okay, die Ziegen sind lieb. Marco, hilf mir, hilf mir, hilf mir, hilf mir. Oh. Ich habe dich geholfen. Ich hab gehofft. Oh, sexy. Da fällt mir direkt das berühmte Lied ein. Was für ein Lied? Sexbomb oder was? Nein. Von Westerhagen, sexy. Das kennst du garantiert. Ich glaube, das hatten wir schon mal, das Thema. Ich glaube schon. Bin. So habe ich das Thema abgegeben. Ach toll, wofür haben wir das Auto jetzt geholt? Achso, hier ist sowieso nichts. Ich habe das nichts markiert, damit wir im Kreis fahren. Nee, Quatsch, ich wollte die Karte aufdecken. Können wir jetzt aber weiter... Da hinten ist irgendwas und da ist auch noch was. Ich weiß, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. An einem See beim Ressourcensammeln. Ach so, ja, ja.
Oha. Hier ist aber eine Ortschaft. Eine Ortschaft. Mhm. Oh, geil, fahren wir mal in die Garage rein. Der Marco springt natürlich wieder vorher aus. Richtig. Weil er keine Geduld hat, ne? Weil wir hier so Action-Let's Play machen. Action-Let's Play. Da macht ja gar nichts. Bumm. Nee, warum auch? Es ist nicht rot, Marco, ja? Es ist nicht Klischee. Highwayman-Notiz. Mickey will machen Ficky. Geht das an? Dass die Mine wieder startklar gemacht wird und dann ein paar unversehrte Häschen hineinschicken. Sag ich doch, Ficky Häschen passt. Ach nee, ich hab's. Wenn sie dafür zu schwach sind, kommen sie zur Kugelfarm. Nee, Kugelfarm, keine Saufarm. Wenn Leute zu uns gehören wollen, schickt sie in die Kampfgrube. Wenn jemand Probleme macht, einfach zum alten Flugplatz bringen und wir kümmern uns drum. Weiter. Chris ist Chris und bleibt Chris, weil er Chris bleibt. Was steht da noch? Hast du das gerade verstanden? Was denn? Dass ich nichts gesagt habe. Was? Oh, hier ist nochmal eine Notiz. Nichts. Was? Hier ist nochmal eine Notiz. Liest du. Nee, du liest. Du hast sie gefunden. Wer hat's gefunden? Erfunden. Ich habe doch gesagt, Jerome Boateng wird zum Problem werden. Ich habe es gesagt und du hast gelacht. Gelacht hast du. Und jetzt hat er alles weggeballert. Viel Spaß beim Suchen. Richtig gehört. Ich werde dir nicht helfen, ihn zu finden. Das hast du davon, Peter, mich paranoid zu nennen. Steht da. Und genau aus dessen Grund mache ich hier jetzt Schluss mit diesem Part. Ach was? Was brennt hier? Ah, ich habe dich versucht anzuzünden gerade. Aha, ich habe was lodern gehört. Ja, wie Schluss mit dem Part? Nee. 20 Minuten? Nein, wir sind bei 17:15. Hä? Ja. Echt? Spring rein, komm. Ja. Okay, halt da. Oh, da ist ein Tresor. Ja, habe ich auch eben gesagt. T-I-T-A-H-N. Der ist aber zu. Ich habe ihn aufgemacht. Wir haben ihn aufgemacht. Kann das sein, dass wir das wegballern müssen? Das ist doch der Tresor da oben drauf. Nein, hier unten. Ah, ja, klar. Und wo ist oben einer? Den habe ich da auf diesem Container neben dem Auto, neben dem Parkplatz. Wir müssen uns sowieso noch zusammentun, wegen, du weißt schon was, Ich weiß wegen was, wo Container neben Dings? Hier oben. Ach da! Ja, nee, wegen Kickstarter. Jo, ich weiß. Ja, Ende des Monats habe ich Geld für das. Da können wir jucken, was wir unterstützen. Boah, ich hab vor kurzem wieder ein richtig altes, also nicht richtig altes, aber ein altes, richtig virales YouTube-Video gefunden. Und wo ist der Tresor hier oben? Hinter dir. Hier direkt am Anfang des Containers. Ja. Ah, Junge, das ist gut versteckt. Kennst du das Lied Ain't Nobody Got Time For This? Nein. Boah, das muss ich dir später mal zeigen. Das war halt so ein Interview wegen der Nachrichten, weil irgendeine Hütte gebrannt hat. Und die befragt wurde, die hat halt so richtig krass Ain't Nobody Got Time For This gesagt. Und dann hat einer voll das geile Lied draus gemacht. Aha. Das ist richtig gut. Oh, guck mal, hier gibt's Ressourcen. Lalalalalalala. Wie Ressourcen? Da. Ach so, ja, da würde ich ja jetzt... Sorry, da würde ich jetzt hinfahren. Oh, scheiße, ich bin Beifahrer. Nein, ich will nicht Beifahrer sein. Ich hol den Marco mit dem Auto ab. Mit diesem schönen, aufgetunten Pickup. Oh, da ist nochmal ein Bison. Den kannst du anfahren. Okay, dann machen wir das auch. Anfahren in Form von den Anschnauzen. Ja, genau, richtig. Okay, wo ist er denn? Da vorne. Ich schieße jetzt noch auf seinen Kopf. Genau jetzt. Oh, das war jemand anders. Ui. Oh Gott. Oh nein. Oh nein. Warum habe ich keine Kettensäge vorne dran? Warum laufen die weg? Yeah. Und nochmal, nochmal. Die Hälfte ist weg. Fast. Ich habe mich weggefahren.
Der ist tot. Ui, das ging jetzt auch schnell. Ah ja, okay, Roadkill vielleicht, das ist nix. Das war schlecht, das war nicht gut. Ja, stimmt. Okay, ich bin drin. Ja, ich hab's gemerkt. Okay, dann fahren wir nochmal ein paar Ressourcen sammeln, damit starten wir auch in der nächsten Folge. Oh Gott. Also ich wollte noch zwei, drei Lager absuchen in der nächsten Folge. Ja. Fahren wir gerade nochmal dahin, machen das erste schon mal. Ach, wir sind schon da. Das ist ein Jaguar. Ein Jaguar. Ah, aber der greift Feinde an. Alle. Komm her, komm her. Jetzt bist du dran, ja? Ja, ich bin dran. Lauf weg, lauf weg, lauf weg. Mieze Katze, Mieze Katze, Mieze Katze, Mieze Katze. Mieze Katze. Ach komm schon. Ich geb dir auch einen Thunfisch, ja, wenn du dich benimmst. Willst du nicht mein Haustier werden, Mann? Sieht wohl nicht so aus. Komm, die ist schon fast tot. Marco, ich hol mir den mal kurz, ja? Ja, mach das, mach das, mach das. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Scheiße, der rennt weg. Und auf Wiedersehen. Tschüss.